Nach dem Terroranschlag von Solingen radikalisieren sich junge Männer mitten in Deutschland? Wer hier seinen Kopf erhebt, dem wird der Kopf abgeschnitten. Warum lässt die Polizei so jemanden in München frei rumlaufen? Außerdem, extra undercover kurz vor den Ostwahlen. Unsere Reporterinnen schleusen sich bei der extrem rechten identitären Bewegung ein. Es waren ja höchstens 75.000 vergastet. Höchstens keine 6 Millionen. Wie nah steht die AfD dem radikalen Netzwerk? Gleich in Extra.